viele haben wir jetzt? 4 von 11. Ich denke nicht, dass wir... Ich habe mal eine Idee. Ich habe nicht gesagt, dass es eine gute ist. Cloud Forest. Au. Au. Aber das meinte ich, sie können uns maximal für 24 Schadenspunkte treffen. Das ist jetzt nicht so wirklich schlimm. Au. Obwohl, warte mal hier. Oh, ich bin nicht kurz auf. So. Heilen. Und das war's mit der Heilung. So, dich nehme ich mit. Fehlen nur noch 3. Das könnte ich schaffen. 2. Lauf, 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 lauf. Ups. Was steht da? Ausgang des Kolosseums, blablabla. Ungerne. Ich bräuchte noch den und einen noch. Und weg hier. Weg hier. Boah. So, das ging doch gleich viel schneller als das. Als die andere Methode. Hops. Und da lang. Aber ja, das war mir echt ein bisschen zu albern, immer ein, zwei tot zu schlagen, dabei 3-4 Mal getroffen zu werden, wieder ein, zwei tot zu schlagen und so weiter und so weiter. Da doch lieber ein bisschen Action zwischendurch. Hm? So. Spring. Spring. Was? Ja. Und ich laufe da irgendwie jedes Mal rein. Ich glaube, ich hätte auf einem schwierigeren Schwierigkeitsgrad anfangen sollen. Weil ich mache mir das irgendwie zu leicht. Eigentlich könnte das Spiel eine richtig schöne Herausforderung sein. Also dass man viel mehr Ressourcenmanagement betreiben muss, dass man wirklich grinden gehen muss. Nachdem man einen Boss gelegt hat, erstmal eine Stunde oder was, rote Essenzen sammeln. Oder einfach nur Geld. Aber so wie es jetzt ist, ist es halt doch relativ einfach. Ich sterbe nur so häufig, weil ich halt ungeduldig bin. Und gucken will, wie das Spiel weitergeht. Aber ja, wenn man da ein bisschen entspannter rangeht, ist es bestimmt ein Klacks, das Ganze. Genau das meine ich gerade. Die zu töten, das ist irgendwie nicht wert. Wir haben jetzt auch schon 1374 Gold. Und die Diebe freuen sich, die nehmen alles mit. Oh, stimmt eigentlich. Ich müsste gar nicht looten. Ich lasse einfach die Diebe alles einsammeln. Bin ich hier richtig? Ne, ich hätte zum Geist gehen sollen. Aber genau, ich hätte eigentlich lieber alles einsammeln lassen können und dann regelmäßig deren Hauptquartier auseinandernehmen. So. Wer es nicht im Kopf hat, hat es in den Beinen. Weil der Geist war eigentlich direkt am Anfang von dem ganzen Ding hier, ne? Also hier runter. Genau, das ist er doch. Hops. Hops. Mal gucken, was wir dafür jetzt kriegen. Vielleicht irgendeinen Nekromanten. Ah ne, den Schlüssel kriegen wir, ne? Den Schlüssel zu... Weiß ich schon gar nicht mehr. Gib mir einfach den Schlüssel. Ich bin der Nekromant. Hier sind die 11 Amulette. Meine Aufgabe ist beendet. Nun bist du der neue Hüter. Zack. Schädelschlüssel. Yeah. Wo brauchen wir noch einen Schlüssel? Grüfte haben wir. Das kann weg. Wir haben hier die Hallen. Bank. Keine Ahnung. Gucken wir uns erstmal hier weiter um. Zack. Du an. Du an. Du an. Und noch mehr Untote. Oh.
Warte. So. Das sind ganz schön viele Leitern. Oh, 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 oh. So, komm hoch. So. Oh, 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 oh. Stopp, 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 stopp. Wir wollen weg. So. Okay. Hilft nichts. Wir brauchen unseren Pflanze wieder. Sonst wird es mit der Heilung nichts. Und wir brauchen auch mehr Essenzen. Also Koch. Hallo Koch. Wir hätten gerne Essenzen. Grüne. So, 44 mal heilen. Das müsste doch für eine Weile reichen. Speichern. So. Und jetzt müssten wir eigentlich vorbereitet genug sein. Der Blumentopf konnte sich auch einigermaßen aufladen. Der einzige Haken ist jetzt, sobald wir an so eine Stelle kommen, wo die Schädel spawnen, was hier eigentlich überall ist, stirbt er. Fast instant. Nee. Ein kopfloser Steher. Genau, euch meinte ich. Du hast 2000 Monster getötet. Okay. Zweimal Lebenspunkte. Oh, Lebenspunkte war für die Wiederbelebungsdinger von den Haustieren. Ah, schick. Auch wenn das trotzdem nicht reicht. Ich muss trotzdem welche kaufen. Haben wir gerade gesehen. So. Zack, zack. Und mir fällt gerade auf, der Blumentopf ist gleich wieder tot. Und kann gar keine Lebenspunkte abziehen von den Untoten. Und ich sollte vielleicht in Gefahrensituationen erstmal das Pet wegschicken. Weil ich kann ja nicht sterben. Ja. Hey, ein kopfloses Skelett. Rivalität und Überlegenheit. Stärkere Skelette stehlen die Schädel der schwächeren Skelette. Was? Warum? Weil das immer die Regel ist und schon immer war. Was gut ist, ich bin froh zu hören, dass die untoten Pedanten in Tradition sind. Höre sie ja. Was, wenn ich seinen Kopf zurückbringe? Das ist unmöglich. Ein kopfloses Skelett kann seinen Schädel nicht zurückholen. Ja, eher nicht, aber wir schon. Warum hast du dir die Mühe, gegen die Regel in der Burg zu verstoßen? Weil ich ein Mensch bin und Menschen lieben es, Regeln zu brechen, selbst wenn sie zu ihrem Besten sind. Ja, und wir haben einen Schädel schon gefunden. Wir haben einen Schädel. Da. Call. Oh. Das ist ein Pet. Okay. Also müssen wir erstmal jetzt einen anderen Schädel finden, weil der Schädel, den wir hatten, nicht toll genug ist. Es sind sehr viele Skelette da unten. Ding. Okay. Und der Schädel macht gar nichts. Und da war ein Schädel doppelt. Also da war ein zweiköpfiges Skelett. Ein Etten-Skelett. So. Du kommst mit. Mit. Sonst ist hier nichts. Das ist schon ein bisschen zu einfach, oder? Wir bekommen eine Quest, gehen einen Raum weiter und da ist sofort die Lösung für die Quest. Mal gucken. Wenn du den Schädel zurückgibst, verstößt du gegen die Regeln der Untoten. Was wird schon passieren? Vielleicht werden sie wütend. Sie versuchen eh schon, mich zu töten. Schlimmer kann es also nicht werden. Hat er schon recht, ne? Hier ist es. Mal sehen, ob ich das hinbekomme. Zera, spürst du nicht die Vorfreude? Ich habe diese Emotionen nicht. Oh klar, du empfindest keine Emotionen. Ich nenne dich wohl besser Data. So, passt perfekt. Du hast mich wiederhergestellt, mich vervollständigt. Warum? Nun, ich habe das nur gemacht, um meinem alten Freund zu widersprechen.
ich nun in Schuld gebe Schatz. Ring der Unterwelt. Was macht der Ring der Unterwelt? Yeah. Wow. Zusätzlicher Schaden mit Frost 23%. Mit Arcanum plus 23%. Leider zaubern wir nicht. Ach ja. Zing. Da ist nichts. Da. Aha. Was haben wir da? Ein Kriegsstreitkolben. Wir haben schon Kriegsstreitkolben, oder? Jo, 214 schnellere Angriff. 216. Und extra Feuerschaden. Och nö, verticken wir. Goodie. Da hoch. Da hoch. Da hoch. Da sind diese fliegenden Augen wieder. Und weg, 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 weg. Ja. Ich mag die Haustiere echt nicht mehr. Glaubt, teleportieren die wieder ein, zweimal mehr nach Hause. Also zum Speicherpunkt zurück, anstatt immer und immer wieder die Haustiere wieder zu beleben. Da noch was? Ja. Und genau, Heilessenzen haben wir sie eh. So. Zack. Nix, nix. Nix. Okay. Sind wir hier durch. Also zurück zum Hauptschacht. Aber es hat echt irre viele Abzweigungen hier. Und hier haben wir irgendwo noch ein Licht vergessen. Genau da oben. Okay, hier unten auch. Du an, du an. Da nach links müssen wir auch noch, nach rechts auch. ja. Oh, das sieht bossig aus. Dies ist der Eingang zu dem Ort, an dem ich erschaffen wurde. Sie werden dich niemals hineinlassen. Wer sind Sie? Oh. Oh. Hallo. Noctis Umbria, was tust du hier? Dieser Bereich ist für Schatten verboten. Oh, das ist ein Name. Ich wurde vom großen Lord gesandt. Aus welchem Grund? Um bei der Erschaffung eines anderen Schatten zu helfen? Ich weiß nichts von so einem Befehl des großen Lords. Das liegt daran, dass er es mir vor einigen Augenblicken befahl. Ha. Wann war das? Wie kommuniziert er? Und was ist das für ein Körper, den du da besitzt? Ach, zur Hölle mit diesen dämlichen Unterhaltungen. Genau. Einfach kaputt hauen. Das könnte eng werden. Das war wirklich eng. Okay. Oh ja. Schöne Kommunikation. Und die Heilung bringt echt nicht viel. Aber besser als zurück teleportieren und nochmal neu laufen. So. Also, yep, sie werden uns nicht reinlassen, aber yep, wir machen es einfach selber einen Weg. Das passt schon. Oh. Doofer Feuermagier. Nee. Du. Oh. Ich hätte gedacht, dass der Schalter für die Tür da oben ist, aber okay. Hüps. Ich habe hier gerade Enter gedrückt und der hat sich bewegt. Aber es kam kein Geräusch oder gar nichts. Ist die Tür jetzt offen? Jo. Okay. Wir sind durch. Yeah. Nun werde ich sehen, wo du geboren wurdest. Warum auch immer er das will. Ich wurde nicht geboren, ich wurde magisch erschaffen. Was immer du sagst, aber da kamst du zur Welt. Fühlst du dich nicht melancholisch? Ich fühle mich beunruhigt. Durch das Töten der Wachen habe ich meine Gelübde gegenüber Hanakon und der Burg gebrochen. Das warst doch nicht du, das war der Mensch, den du versuchst zu übernehmen, aber nicht geschafft hast. Wenn wir diesen Raum betreten, werde ich zum Ausgestoßenen erklärt. Und ich verliere nicht nur meine Privilegien als Diener, sondern werde auch verfolgt und für immer vertrieben.
Nun, dann hast du noch mehr Gründe, mir zu helfen. Komm schon, lass uns deinen ersten Schnuller finden.